Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier. Alice Challenges, meine lieben Freunde. Auf der Geistesberg mit mir und dem lieben Osra TV. Moinsen. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, Leute, und hoffentlich jetzt mal mit den Problemen gelöst. Ich hatte so eine kleine. Wie nennt man das? Technische Probleme. Kleine technische Probleme. Wie man das nennt, Schweizer. Kann ich jetzt, bringt mir das was, düngen mit Gülle und nachher mit der Direktsaatmaschine mit einer Düngefunktion vorbei? Weiß ich nicht. Im Normalfall ja. Okay. Ah, gut zu wissen. Dankeschön, Ossi. Aber ich weiß, ob das auch stimmt. So, wo steht mein Schaltwerkswagen? Wo? Weil die ganzen Topf muss entladen werden. Oh. Und Arbeit beendet. So, also mir kann es jetzt nicht behängen, von mir könnte man auch vorspulen. Oh, ich muss bitte vorher noch zwei Felder fertig machen. Wobei doch theoretisch einen Tag können wir, weil morgen ist meist noch nicht fertig, ne? Morgen ist September. Kommt an, wann du angestellt hast. Also eine Reihe von Schergiebe könnte eine Reihe werden, ja, aber das nicht. Ich weiß es nicht genau, ob ich so angesehen habe, dass morgen. Aber theoretisch kann so ja morgen noch nicht reif werden. Hast du gerade gesagt Mais? Ja, Mais ist aber mit Soja. Also nicht, wann du so angesehen hast, aber mein Soja wird auf jeden Fall nicht reif morgen, das weiß ich ganz genau. Ja, mein eines fällt auf gar keinen Fall, aber die anderen drei weiß ich nicht genau. Ah! Aber ich kann es halt nicht reif werden, weil es erst übermorgen. Wäre. Warum also, ist denn diese Scheiße schon wieder für eine Scheiße? Hat dieses Güllefass auch Teilbreiten-Dinger? Nee. Hat nicht. Ich bin überrascht. Ja. Läuft. Das ist korrekt, ja. So, jetzt die Frage: Holen den Dreschkasten noch ein oder weniger? Hä, Leute, das verbraucht. Das verbraucht relativ wenig. Kannst auch doppelte Ausbringmenge machen, ne? Ja, aber dann muss ich ja nicht. Würde ich ja nicht mehr düngen, stimmt. Ja, dann würdest du den Dünger sparen. Ja, nee. Dann. Ja, das weiß ich schon. Aber dann würde es eine Fahrt von 15 Meter geben auf den Feldern hier oben. Ne, ist auch Ende. Schichtschacht. Ne, das lassen wir mal. Du kannst ja jetzt nur 30 Meter schaffen. Jetzt kommt nichts mehr. Mhm. Hast du verrechnet? Ja, 30 Meter sind ja gut. Gut, warum? Ja, wie viel schaffst du jetzt? Wie viele Bahnen? Warte, ich bin dran. Ich bin an der zweiten dran. Jetzt bist du der schnellste Fabio, weißt du doch. Ja, ich weiß. Ich sollte mir mal einen Flug mieten und das mal pflügen hier in der Mitte. Wäre komfortabel. Und Fabi sollte mir mal die Paletten wegnehmen im Editor. Ja, ich sag nur so, ne? Dann müssen wir ein neues Safecam anfangen. Nee, dann lasse ich die Paletten. Ich hab mir auch schon überlegt, so ein paar Sachen hier zu ändern. Aber dann muss halt ein neues Safe-Game, deshalb habe ich es gelassen. Für jede kleine Garutsche muss ein neues Safe-Game? Wenn du Objekte tauschst, muss ein neues Safe-Game. Wenn du Bäume tauschst, muss ein neues Safe-Game. Und wenn du das Terrain oder halt irgendwelche Malereien anpasst, muss ein neues Safe-Game. Wow. Ja, nee, dann kann ich die hier aber umkrempeln. Das müsste ich wirklich machen. Wo hängt denn jetzt der Schuh, ja. Alter? Also Fabi, zu deiner Information, 2 Bahnen und 1700 Liter. Ja, dann wird's halt eine Bahn schaffen nur. Ja, dann würde ich nur eine Bahn schaffen. Jo, ich glaube dafür reicht mein... Wie viele Gärreste hast du denn? Warte, ich kann es dir gleich sagen. Davon gehören aber Ossis noch ein bisschen. 33.000, bitte. 33. Stimmt.
Und ich habe, glaube ich, wo habe ich angefangen, etwas über 100.000 Liter gehabt. Ja, okay, gut, dann. Aber eigentlich, die Gärreste ist eigentlich für die den Mais zu düngen. Aber wenn ich gerade Dünger habe, dann meint er drauf. Drauf ist drauf. Ja, ja, das waren über 100. 100, 300, 4000 Liter, sowas. Na gut, ne, dann würde ich nicht mit doppelter Ausbringmenge arbeiten. Nee, nee, mach ich auch nicht. Das ist mir dann. Da habe ich zu wenig. Warte mal, schnell gucken, Leute. Wenn die Förderbänder immer noch richtig laufen. Hast du jetzt eigentlich schon dein Fass, Aussi? Was? Füllefass. Nein. Du hast was anderes gekauft in Güllefass. Ah, am letztes von mir. Was hast du gekauft, aus Event davon fragen? Du bist ein Schwader. Oh, ja, stimmt. Ohne Strator. Er fährt ein Dier kreuz und quer rum, macht kann man Jackie sein. Alter, alle Felder einmal mit Herbiziden und dann ist die Spritze auch schon wieder fast leer, glaube ich. Aha, ja, Moment. Und los geht's. Herbizide sind keine schöne Angelegenheit. Ah, den Drescher lässt du mit Autodrive fahren. Ja. Eine gute Idee. Ja. Autodrive? Ja, von mir. Ja, fahren wir im Autodrive drauf. Ja. Ah, du bist ja erst neu auf den Server drauf, stimmt. Nein, ich hatte gedacht, der arbeitet damit gerade, aber ich hab nicht. Du bist ja das erste Mal zum Gast da. Du weißt ja nicht, ob wir. Ja, komm, wir reden mal nicht hier über dich gerade. Wie klemme ich die Windows-Updates ab? Ja, wenn mir ein Techniker sagt, das soll Windows-Update sein. Ja, du hast mir erst gesagt, dass. Du. Nee, red dich nicht raus! Doch, tu ich jetzt, weil du hast gesagt, das liegt am Windows. Ah, ich wusste es doch, dass du dich rausredest. Ja, tu ich auch. Weil du mir falsche Informationen gegeben hast. Ja, falsche Informationen. Ja. Au! Nein. Ach Junge, ich kann das Rohr nicht ausklappen, weil Counter nicht aufgeklappt ist. Das ist ein Logik. Das ergibt Sinn, ja. Ja, das ergibt Sinn. Ach. Wahrscheinlich schon. Ja. Also, ich glaube, ach ja, ich wollte gerade sagen, müsste man irgendwie mal einen Server neu starten, aber mir haben die wahrscheinlich voll länger Fehler. Aber wenn man auf Neustart drückt, dann passiert ja was. Ja, stoppen und starten halt. Ah! Warum fährt denn der? Wer hat schon wieder gespeichert? Keiner. Och, menschlich gesehen. Nee, es geht nicht um den, weil wenn man speichert, fliegt der Tempomat raus. Und dann hat mein Fass weitergelaufen. Oh, 100 Liter Kerosin ist weg. Och, lieb. Nee, ich war im Escape-Menü. Ja, das machst du immer mal Escape-Menü. Du wärst damit auf Escape gedrückt und währenddessen auf 3. Okay. Ja, er hat selber den Tempomaten abgestellt. Nee. Um von sich abzulenken gerade. Nee. Das gemacht. Na, okay. Ja, geht sich doch raus. Alles gut. Ich hätte gemeckert, wenn wäre jetzt nicht gekommen. Die Bahn natürlich. Ja, Jackie. Du meckerst es öfter drum, ne? So. Nochmal fast voll machen, Leute. Wie viel Felder muss noch spritzen? Feld 10 und. 10 und 18. Ah. Die mach ich gerade so parallel. Du hast Mais dran, Fabi? Nein. Mais ist parallel reif zu Sojabohnen.
Aha, okay. Naja, aber nur ein bisschen Nacht, aber schlimm. Nee, jetzt geht's. Also. Mir wurde ja verboten, eine Stunde vorzuspulen. Ja. Also darf ich eine Stunde vorspulen? Ist doch egal. Fabio, unterlass es. Es ist ihm zu dunkel. Ja, etc. Ah, weißt du, was wir so draufnehmen müssen? Das Gewicht, wo ich auf der anderen Kiesbau immer dabei hatte. Ah ja, genau. Das ist richtig und wichtig. Das geht sich so aus, Alter, dass ich gerade unter dem Förderband mit dem Güllefass durchfahren kann. Aber Alter, so schräg durch. knapp. Alter, ey. Deine Ziele machen einen wirklich arm, ne? Ja, stimmt. Eine, zwei, Guck mal, ich drei, glaube 15 vier. Hektar oder was ich hier habe. Ich glaube, das sollte hier sein, Wow, ich ne? wirklich fast eine komplette 5000 Liter Spritze. Nee, das ist die nächste. Ach, Liebe. Ah, du lieber Scholli. So, gut, ist ja gleich fertig mit Wenden. Ja, genau, So. Jackie, das ist das Mikrofon. Entschuldigung. Ich lauf jetzt mal drauf rum hier. Hallo, Das der ist denn? ist aber ja neu. Ist ganz komisch, ist dieses Ding da. Ja, Wie heißt warum das das? bloß? Ach Gott. Da unten den Ecken müssen wir noch machen. Was ist das für ein Gerät? Wie heißt Da Wie unten bedient man das? dieses Stück. Das Schöne ist, jetzt kann ich ja mit meinem kleinen 6M machen. Halt Wenden fahren, Schwaden fahren. Oh, dann Ich kriegt habe er ein auch paar eine Stunden. Arbeit. Ja, ein paar Stunden schon. Wie viele Stunden hat er? 10,7. Ich habe auf meinem Tor jetzt 15,7. Wobei, den habe ich auch nicht neu. Ja, guck, ich habe den Spaß. neu. So, ich hab den 8R als einziges Fahrzeug neu und der hat. Warte, bevor. Ey! Warum läuft der denn? Alter. Kieselostetrix. 23,5 Arbeitsstunden und den habe ich neu. Und 29 davon hat CP gelaufen. Ah, April ist jetzt 22. Würde ich jetzt nicht so bejahen. Ich würde jetzt eher sagen, so 15. 23. Also ich würde behaupten, bei 6M 7,6 Stunden habe ich Alpha. Ich glaube, alle drauf gefahren. Ich muss gleich mal gucken, was ich auf dem Fan drauf habe, weil den. Ah, wobei, den habe ich auch nicht komplett selber gefahren. Ey. Oh, da hast du im 6M irgendwas mit CP gemacht? Ja, gut, ich habe mit Autodrive von meinem Hof zu Dings runtergefahren. Ja, gut, aber. Du hast den 6M. Doch, den hast du irgendwann mal laufen lassen, aber mit was? Mit der Spritze, glaube ich. Vorne im Eck, Leute. Dann gucken wir. Aber meistens habe ich hier gefahren, ja. Dann gucken wir. Vorne im Eck kurz anlassen. Machen wir dieses Ding mal komplett leer, mal einmal. So, Salis mit Heu sollten eigentlich reichen, hoffentlich. So, Zum nächsten Schnitt. das sieht gut aus. So, wie viel hast du noch, Fabi? Nicht mehr viel, also nur noch 18%. Oh, er meint, wie weit du im Feld bist. Hast die Zwei Hälfte? Bahnen. Zwei Bahnen noch. Ja. Ich jetzt? Nee, da bin ich ja. Bisschen langsamer, ne? Was? Ja, bisschen langsamer, ne? Nee, ich muss das ja nicht heute fertig bringen. Ist gut. Ich müsste das auch nicht heute fertig bringen, aber ich mach's heute fertig. Weil dann können wir direkt theoretisch 2 Tage spulen. Nein. Also, okay. Was du denn noch morgen machen, Ossi?
meine Kühe noch mal füttern. Und generell mal das ganze Stroh und ja, Stroh ist mir egal, aber jetzt mal die Wiesen leer räumen. Sonst wächst die Scheiße wieder nach. So. Viel Glück, Leute. Könnte sich das ausgehen. Da sollte eigentlich gar nichts mit Glück mitspielen, das sollte gehen. Letzte Bahn. Das muss man dann nachher sagen, das ist schon wichtig. Boah, der Grund ist zwar Torschwader, finde ich ja schon nice irgendwie. Aber hat wer den schon auf ihn Projekt benutzt? Ja. Welchen, den 4-Krone-Schwader? Den 3-Kreise. Der so rüberschwadert, ne? Auf einen, ja, genau. Schwad. Also, okay. Ja klar, ein Schwad, ja. Ja. Nein, der die 3 Kreise hat, den ja, ja. Dann halt zu einer Seite. Hatte ich. Mühlenkreis Mittelland. Und hatte ich auch persönlich schon mal in einem Projekt, das war Roleplay Farmers, auf der Ambelerang. Ja und ja, Leute, ich habe den benutzt. Einmal. Aber trotzdem. Wow. Hey, dumm, Muddy. Besser als kein Mal. Stimmt, ja. Kann ich den noch rumschwenken, irgendwie, den Schwader? Egal. Nächste Bahn, Leute. Also für die unteren Felder will ich jetzt nur mal kurz anmerken, Leute. Für die unteren Maisfelder, da müsste man Zubringerfässer machen. Da müsste man wenigstens einen Zubringer. Und dann geht das ab. Oh, ich mag das auch ein Projekt, wo kann man Gülle fahren, weißt du? Das ist ja, ja eher Gehreste, aber ist ja das gleiche. Jut. Warte ich wieder nur auf Janky. Du kannst spulen. Hm. Ah, ja klar. Nein, das ist ein Baumfels gefahren. Ach, ich bin nicht als Admin angemeldet. Wie ist denn das neue Passwort? Ja, das ist ja jetzt anders. Ja, gut, dass du es gemerkt hast, Jaggy. Jo, jetzt hab... Kannst du was von der Motor mal aufstellen? So, jetzt geht. Jetzt lübt er. Jetzt lübt dieser Lachs. So, die Sirenen gehen. Alarm. Alarm. Ach nee, na, also macht er nichts aus, oder? Macht das was aus bei Heu? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Ich meine nö. Da ist nichts ernsterei. Gut. Ja, geil. Und Kraut bleibt weg. Yippie. Gut, Alter. Was ist denn für eine Schwartisch überhaupt? So, hier haben wir so eine komische Palette, die nennt sich... Hallo? Achso, ja klar, wenn ich auf dem falschen Hof bin. Eine komische Palette, die nennt sich Stoff. Ah, nee, die nennt sich noch Wolle. Aber die muss zu Stoff werden. Hab ich dir so befohlen. Aha. Dann ist ja alles gut. Ja. Muss klare Anweisungen geben. Sonst halten sich die Paletten nicht dran. Ich schon die Paletten. Ach, der war süß. Hallo. Sieht hier perfekt, Leute. Feld 19 Grubbern. Wo haben wir denn Feld 19? Ach, das schon wieder. Nee, da tue ich mir nicht nochmal an. Das habe ich einmal geflügt, Alter. Warum läuft denn die Sirene, bitte? Ja, ich bin hier gerade abgesonnen. Danke. 11.500. Elfchen, lebst du noch oder bist du tot? Darf ich anmerken, das war das Eistee? Oh, die ist ja irgendwo. Hast du mal geschenkt gegönnt jetzt für Eistee? Wie viele Eckpalettos stehen da schon wieder? Eine, sehr gut.
Naja, gibt schon wieder nichts zu tun. Nichts zu tun? Ozzy, hast du was zu tun? Ja, immer. Alter. Ah, immer noch zusammen. Zusammenpressen oder? Spaden. Spaden. Oh, noch nicht mal bei Pressen. Ich mal beim Pressen. Also, ja, sieht gut aus. Ja, gut. Ja, dann bist du aber schon fertig, ja. Ja, wenn es kein Challenger-Projekt wäre, dann würde ich jetzt sagen, ja, ich helfe dir, aber... Das wird ein Schwader. Nee, ich meine, Presse, da ich schon mit der Presse hinterherjag. Oh, ganz gut aus. Wie sieht es denn... Weil das andere ist, mich juckt's eh nicht, ob ich dir jetzt damit helfe oder nicht. Oder soll ich das nicht? Es ist egal. Also du also, hast... Also ich muss ganz ehrlich sagen, du würdest dir auch helfen, wenn du ihm helfst. Ja, mir ist es egal, ob ich schneller vorankomme oder nicht. Mir ist es eh egal, ob ich das Projekt gewinne oder nicht. Oder... Nein, halt, stopp, nicht vom Hof entfernen. Upsi. Das war aber ganz knapp. Hey, du hast normal größer, oder? Ja, ich fahre mit deiner. Du? Hä? Wie? Ja. Ich glaube, jetzt gehofft, du verfährst wenigstens deine Spur, ich meine. Ja, das hätte man gerne. So. Ja. Die Mehr kam ran auf den Meter. Bitte? Der ist ja fast leer. Was? Wo steht deine Presse überhaupt? In der Halle. Neben dem Saatgut-Silo da. In dem Saatgut-Silo. Neben dem Saatgut-Silo. Im Saatgut-Silo steht der Kipper. Ah, da drin steht die, ja. Stopp! Gut. Wenn du Wiese. Was ist denn das? Egal, das ist gelesen. 24? Wo man Stelle draufstehen, auf jeden Fall. Ja. Kannst du dich die Ballen dann entladen? Kannst du ja auch sammeln. So eine Sammelfunktion machen. Entladen in den Trigger schon drin. Ja, das hättest du wohl gehabt, ne? Ja. Jetzt mach ich auch mal so eine T-Shirt, weil das Presse. So. Ballenzähler, wie setzt man den denn zurück? Weiß nicht, ist der GZ oder sowas? Alt-Z. Alt-Z. So. Opa, was habe ich jetzt gemacht? Ah ne, Radeon Software, halt, nicht abschmieren jetzt bitte, danke. Ja. Das hat irgendwas mit der Radeon Software zu tun gehabt, das weiß ich. Ja, Ossi, lass es sein. Okay. Das hilft jetzt überhaupt. Ah, jetzt kommt erstmal ein Grasball. Ah, ne. Ey, die Schwatte ist ganz schön groß, Ossi. Weiß ich. Aber ich mach dir wenigstens als 80er Ball. Ja, Jude, was sagst du denn? Ja, ich meine ja nur so bei deinen 1,25ern, die immer als erstes rauskommen. 1,30ern, die da immer als erstes rauskommen. Okay. Also, sie kommen noch nie raus. 1,25. 1,50. Aha. Also 1,30er gibt's nicht im Standardspiel. Boah, bin ich gerade froh, dass wir Fruchtzerstörung aus haben. Ich zieh einfach nur die Sojabohnen hier rein, Alter. Jetzt bitte, Leute. Sagt mir nicht, dass er von diesem Zaun die Kollision mitgenommen hat. Dann wär's top. Dann würde ich Fabi einfach feiern. Fabi, du bist ein Hund. Ah, der Zaun, den ich extra neu gemacht habe, damit er da nicht durchfahren kann. Das ist 22er Zaun. Das ist der einzige Zaun, wo ich mir Mühe gegeben habe und den wirklich ersetzt habe. Weißt du, du hast hier genau ein paar 4 Liter zu wenig. Für was? Für einen Ball? Für den zweiten Ball. Komm besser auf, das ist einfach irgendwas liegen gelassen. Nein. Ich bin zweimal hoch und runter. Also einmal hoch, einmal runter, so. So ein Ding ist das. Oh, halt. Ja, dann kannst du den einen Ball trotzdem den Trigger schon mal reinschmeißen. Ja, nicht ganz den Trigger, der liegt jetzt davor, aber. Was denn? Ach. Der hat den einfach entladen, der sammelt nicht. Junge, ist einfach oben. Wie macht man das denn? Ah, automatisch legen, abschalten. Hä? Hier ist doch noch Schwarz. Hä? Ja? Also zwei oder was?
Ach Junge, zu doof zu pressen oder was? Halt, 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 halt. Was wetten wir? Was ist denn das hier, hä? Ja. Zeit heißt, dass sind da locker mal zwei Ballen rausgekommen. Ist unangenehm. Ach ja, ist ja keine Vorpreiskammer mit dran hier. Bombe, Leute. Einfach nur Bombe, würde ich sagen. Wo wird dieser scheiß Ball denn hier aufgelöst? Oh. Vielleicht schon voll? Ach, Gesamteffekt. Gesamteffekt voll? Deswegen geht das nicht rein? Mann, da stehen jetzt. Wenn du Gras voll reingekippt hast, dann geht nicht. Hast du den Stall mit Gras voll gemacht? Ja. Okay, ja, dann ist voll. Naja, heute. Nee, nicht ganz voll. Gras wird noch ein bisschen was reingehen, aber bestimmt gestern. 33.750. Ja, deswegen ist voll. Im Gras sind bei 32.790. So. Hey, gut, ein bisschen höher bestellt. Mit diesen drei Feldern hier oben sind wir fertig, Leute. Wollen wir ja. Ja, schön. Na, weiter geht's. Up on the street hier. Kurz hier. Das Fass können wir gleich hier lassen, Leute. Ja, wenn du reinkommst, die Gäste schwarz dann. Ja, genau. Das Fass können wir hier abkoppeln. Leute. Halt. Bringt uns ja nichts. Kauf dir doch mal eine mit Vorpresskammer hier. Hosen. Putz. Gibt's ja eine mit Pressfunktion dann? Ja. Ja? Und dann? Die Vicon. Die macht aber nur 1,25er. Ja, ist doch scheiße. Achso. Okay, ja, das wusste ich nicht, dass die nur 1,25er macht. 401.000 Liter, Leute, sind noch drinne. Lassen wir eine Nacht noch durchgehen, Leute, wenn die. Wenn Ossi mal bereit ist. Sich das so, Ossi? Das ist dann mir, das ist mir egal. Wenn Ossi dann bereit ja, dann ist, Leute. Wird dann dazu gemacht, dass wir hier. Ja. So! Wir waren dran auf jeden Fall. Du, Geld, Shaggy. Jo. Aber, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abo da lassen und unbedingt zunächst noch vorbeischauen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.